Gut. Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einem erneuten Dreamer Stream. Heute spielen wir Uncharted 4. Für mich eigentlich den letzten Teil von der ganzen Uncharted-Reihe. Irgendwie, ja, schon gestern habe ich ja mit dem Kollegen zusammen auch dieses Thema beredet, wo wir gesagt haben, ja, der letzte Teil ohne Drake gehört ja gar nicht so richtig dazu. Wegen dem spiele ich jetzt noch das 4 und dann wären wir eigentlich fertig mit dieser Reihe. So. Ja, super einladend schon der Bildschirm hier. Ich mache mich schnell etwas lauter. So. Mehr Spieler. Gibt es noch mehr Spieler? Was? Ah, weil ich sie installiert habe, ist das noch nicht ganz drin. Okay. Ja, Story-Modus natürlich. Nein, eigentlich ein neues Spiel. Es könnte sein, dass ihr. Nein, wir nehmen die Schätze natürlich nicht mit. Ja, ich will nicht allzu schwierig. Ja, wir sollten ja keine Probleme haben. Automatisches Ziehen? Nein, sicher nicht. Hä? Also nein, das haben wir sicher auch nicht. Fahrzeugkamera-Hilfe? Nein, das brauchen wir doch nicht. Wir brauchen doch keine Hilfe. Wir haben ja gesehen beim letzten Uncharted, dass wir ja fast keine Tipps brauchten. Das war jetzt ironisch. Ja, dann starten wir mal dieses. War ja klar, ich muss ja noch einen Spielstand machen. So, wartet ein bisschen. Sollte gleich gehen. Und jetzt starten wir das Zeug. Hallo? Ah. Also unten links, das ist mal neu. Man sieht, wie viel schon geladen ist. Ja gut. Und schon fängt es an, das ganze Zeug. Und schon wieder mit deinem neuen Schlamassel, natürlich. Ja, zurücksetzen. Rammen, okay. Rammen! Boom! Schon guter Start. Komm schon, den schaffen wir. Ah, gegen rechts und gerammt. Da, Jungs. Ah, dort ist Dinsel. Ramm das Zeug. Boom. Boah, yo, ich will nicht an Bord von dem anderen Schiff sein. Go away. Oh, yo. Vor allem, wie es gerade hier stürmt, da will man eh nicht im Wasser sein.
Oh, yo! Wow! Oh. Wow! Ha! Ausgetrickst! Yo! Yo! Übertrieben! Ah, jetzt kann man schwimmen. Ah, okay. Zum Tauchen wieder Kreis. Wow! Ah, dort ist er. Okay, bin okay. Shit, Motor im Eimer. Was? Ich kümmere mich drum. Gib mir Deckung. Wo seid ihr? Das war gerade ein Header. Fast. Schon wieder einer. Hä? Nein! Yo! Was? Kreis? Ah, Dreieck ist nachladen. Ah, das ist gar kein Typ. Lol, wie blöde. Hör da. War ein Fehler. So. Go! Ja, das Boot sieht schon ein bisschen kaputt aus. Wow, hier hat's ja noch Kliffe. Go away, man. Einfach schön ausweichen. Hier durch. Wow! Das war voll die Wendung. Was ist dort? Holy moly, woher kommt denn der? What? Nathan. Nathan. Was sollen wir nur mit dir tun? Du bist die Standpauken bestimmt längst leid. Ich bin es jedenfalls. Und jetzt musst du das Wochenende hier bei mir bleiben, statt mit den anderen den Ausflug zu machen. Mir doch egal. Ja, das ist der Kern des Problems. Ich verstehe nicht, warum nur ich bestraft werde. Weil du den Streit angefangen hast. Er wollte mein Buch nicht hergeben. Ich hatte dir gesagt, lass die Bücher in deinem Zimmer. Du bist selbst schuld daran. Er hat trotzdem kein Recht, es mir wegzunehmen. Gibt das dir das Recht, ihn einfach zu verprügeln? Es ging nicht nur um das Buch. Worum denn dann? Nichts. Ich heb's mir für die Beichte auf. Egal, was ich versuche. Du scheinst unbedingt denselben Weg einschlagen zu wollen wie dein Bruder. Was für ein Jammer. Sam. Die Verlockung des Abenteuers. Und die Schätze sucht, Suche fängt wieder an. Hier muss doch irgendwas sein. Kann man schon rennen? Nein. Ist ja typisch am Anfang immer schön nur herum walken, aber ja,
Aber das Spiel sieht grafisch super aus. Ist halt auch für die PlayStation 4 gedacht. Nicht so wie die anderen Teile. Aber die sahen ja auch nicht allzu schlecht aus. Ja, wir kennen das alles noch. Ich glaube, ich kann mich noch erinnern. Er war schon immer der Kletteraffe. Ja, ganz ruhig. Sliding! Ja, ich brauche keine Kamerahilfe, danke. Ja, wir müssen wahrscheinlich hier rein. Hat sie was? Ja, wie es aussieht. Nein. Ah, jetzt kommt noch die Stealth-Action. Okay. Gute Nacht, Schwester. Bye, Daddy. Dass sie uns einfach nicht sieht. Rolling! Rolling Action! So, was haben wir hier? Saint Francis Boys Home. So. Drehen? Ah, kann man gar nicht. L2 ist zoomen. Mal lesen. Ja, wenn ihr das lesen wollt, dann könnt ihr ja das Video stoppen. So, weiter. Hier ist sicher abgeschlossen. Klar, der Pastor schließt auch immer gleich. Ich dachte schon. Wo ist die? Ah, sie ist dort. Okay. Ja, ich kann nicht bewegen. Danke, Spiel. Hallo? Ich mache es ja. Gedrückt halten. Ah, warum? Warum jetzt gedrückt halten? Das war ja vorhin viel besser. Dass man das nicht sieht, aber oder hört. Yes, I know. Aber er hat ja abgeschlossen. WTF? Begreife ich nicht, aber egal. Was haben wir denn hier? Oh mein Gott, ich habe das nicht genau gesehen, dass dort ein bisschen weit runter geht. Aber er hat es ja zum Glück noch retten können. So. Ja, einfach nicht runterfallen, bitte. Bitte. So,
Soweit ich weiß, hat dieses Spiel auch ein recht langes Intro. Kann man hier noch erkunden gehen? Aber hier hat's nichts, oder? Nope. Ah. Oh, du musst lernen, auf dich aufzupassen. Okay. Schön, dich zu sehen, kleiner Bruder. Was ist das? Echt jetzt? Schon wieder? Das ist nichts. Du wolltest dich doch von Ärger fernhalten. Er hat schlecht über uns geredet. Und? Er hat gesagt, Dad ist abgehauen, weil wir nutzlos sind. Und Mom ist in der Hölle, weil... Nathan, komm. Die sagen das nur, um dich zu verletzen. Okay? Du musst lernen, darüber zu lachen. Wie du? Mach, was ich sage, nicht, was ich tue. Hier. Du bist noch krank. Okay. Also, was machst du hier überhaupt? Wenn die Nonnen dich erwischen, rufen sie die Polizei. Ja, ich hab was für dich. Das kann nicht bis Weihnachten warten. Was? Ist es draus? Wie war das mit dem Ärger noch? Ja, das ist deine Ausnahme. Aha. Guter Sprung. Oh, ich begreife manchmal den Übergang nicht. So. Nach oben gehen. Alter, später ist so leicht. Die Schwester geht uns sofort. Brot und Milch. So ein Bibeltreffen. Ja, erinnere ich mich. Ja. Wir hatten alle mal diese Schulunterricht. Was haben wir denn hier? Oh, eine Fernsehantenne. Wie geil. So. Aber sonst nichts Interessantes. Danke, super. Ja, ein wenig Jump'n'Run Action. Das ist der einzige nette Kerl hier. Sag ihm doch mal Hallo. Nee, ne Lust auf Schuldgefühle. Also ich nehme jetzt mal an, die Schätze blinken auch noch. Vielleicht gibt es hier ja auch gar keine Schätze, weil es ja in der Vergangenheit spielt. Hopp. Und nach oben kommen. Jump. Hui. Wenn er jetzt stirbt. Danke. Wodurch? Hier durch. Okay. Verdammt. Kein Türkeil. Doch schon. Ja, das dachte ich jedenfalls. Nein, ist auch egal. Dann geht es ab nach oben. Nach oben? Einfach mir nach. Genau. So. Boah. Und jetzt? Ab nach oben. Und wieder ist man im Spiel. Ein oder zweimal. Man merkt es irgendwie wirklich nicht. Oh, danke, Spiel, dass man X. Was? L1 und dann. Ja, okay, sie haben es ein wenig geändert. Ich weiß gar nicht, wie es dann beim Uncharted 5. Also ich sage jetzt mal 5, weil ich den Namen nicht gerade weiß. Wie dort eigentlich die Steuerung ist. Gehst du noch mit diesem Mädchen? Ja. Bist du? Ja, mal nein. Aktuell eher nein. Ah, okay. Ist ja deutlich. Sliding! Hat sie wirklich keinen einzigen Schatz. Tragisch. Okay. Sie haben ein wenig gespart. Und. Denk nicht darüber nach. Du schaffst das. Hey, ich habe X gedrückt, bitte. Holen wir Anlauf. Und. Go, kleiner Drake, go! Ja. Ist ja nichts Neues, passiert im Jahr noch im Alter. Paar Mal. Echt kein Ding.
Ich sage ja nur Endkampf bei Uncharted 3. Wow! Habt ihr den Lag gerade gesehen? Nicht gerade, dass das Spiel abstürzt oder so. Das wollen wir ja nicht riskieren, so wie bei Spider-Man. Sonst gibt es halt wieder einen Cut. Aber ja. Ist ja komischerweise zweimal passiert dort. Ja, und dann wieder Kreis, okay. Okay. Jump. Wo sind wir überhaupt? In welcher Stadt? Keine Ahnung. Vielleicht erfahren wir das noch. Hui! Ist das eine Sünde? Ich glaube ja. Und hier unten hat sie was. Bereit, Tarzan? Ja. Na, ich glaube, wir sind gleich dort. Ah, wir müssen. Ich war doch noch nicht so bereit, wie ich dachte. Also. Und jump! Und schwing. Gut. Zum Glück hat das geklappt. Wo als nächstes? Ah! Ja, natürlich. Why not, oder? Ja, hier sollten wir vielleicht nicht aufs Dach. So hoch kann ich nicht springen. Ja, das war ein wenig unfair von ihm. Bitte. Bitte geh nicht kaputt wie. Wie es eigentlich schon immer der Fall war. Ja. Nicht schlecht. Whee! Warst du schon mal hier oben? Meinst du auf diesem Dach hier? Nein. Aber du kennst den Weg, oder? Ja, oder weniger. Gute Voraussetzung, oder? Warte hier und schau mir zu. Ja. Go! Und jump! Jetzt ist es in diesem Kapitel zweimal passiert. Aber es ist ja wegen seinem Alter noch. Also ich könnte es auf jeden Fall nicht. Ich würde da unten liegen, wenn ich das machen würde. Ah, schon wieder Seilaktion. So, jetzt bist du mal dran. Ah, er ist einfach zu faul. Echt? Ich folge dir dann. L1. Schwing das Seil und ja. Einfach so. So geht das nicht. Okay, Anlauf und an. Ja, ich nehme. Ja, das war richtig. Okay. Warten wir auf ihn. Okay. Nach dir. Jetzt runter. Hui! Genau so. Und draußen. Okay. Sieh mal. Ja? Wow, eine 250er? 250? Was redest du da? Nein, das ist die 500 Kubik Twin. Wie krass. Ja. Die ist geklaut. Wow. Ich klauen? Ey, du solltest wissen, ich habe mich geändert. Gekauft von meinem schwer verdienten Geld. Ja, komm, spring auf. Was?
So etwas machst du doch nur, wenn du etwas gut machen willst. Du bist ein ziemlicher Klugscheißer, weißt du das? Okay. Ich hab da diesen Job. Gutes Geld. Sehr gutes, aber ich muss eine Weile weg. Was ist eine Weile? Für ein Jahr. Höchstens ein Jahr. Und dann bin ich ruckzuck wieder da, okay? Du lässt mich hängen. Ach komm, mach's nicht so dramatisch. War's denn nicht schon genug, mich da drin zu lassen? Wie kannst du mir das antun? Hey, halt, ich mach das für dich. Das Geld, das ich verdiene, ist für uns beide. Und wenn du in ein paar Jahren draußen... In ein paar Jahren? Nimm mich doch mit. Ich komm selbst kaum über die Runden. Ich kann helfen. Ich weiß, du findest das Waisenhaus beschissen. Wenn du wüsstest. Ja, aber es ist für dich gerade das Beste. Okay? Du musst mir jetzt einfach vertrauen. Das ist nicht fair. Hey, das Leben war noch nie fair zu uns. Aber wir sind noch da, oder? Stimmt. Tja, weißt du, das Motorrad war nicht die einzige Überraschung. Und die nächste muss ich dir wohl verderben. Was? Ich hab Moms Kram gefunden. Alles, was Dad verkauft hat. Ich kenne den Käufer. Sagst du mir das, damit ich mich besser fühle? Nein, ich schwöre es. Wo? Ah, am anderen Ende der Stadt. Wollen wir hinfahren und das holen? Du meinst stehlen? Ah, es ist nicht gestohlen, wenn es uns sowieso gehört. Ich fürchte, die Polizei sieht das anders. Na, dann lassen wir uns nicht erwischen. Bist du bereit? Oh ja. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Acabemos con esto. Vamos. Eres puro cuento. Und schon fängt es wieder an. Er weiß gar nicht, wie viel, dass wir schon gekämpft haben. Ah, ey, yo. Ey, böse. Au! Ah, yo. Yo. Ah, ah, yo. Nur weil alle gegen einen sind. Ey, Bro. So, du wirst. Nein. Ja, ich glaube, das tut ein wenig weh. He's sweating! He has pit stains! No! Ah, Dreieck! Ja, aber Quicktime-Events sind wir ja gewohnt. Und... Oh, Mann. Das war kein Kampf. Oder, Kleiner? Voy a matar, Ringo, come mierda. Er dreht voll der... Ja, okay. Solitaria! Cájalo! Du estás esperando aquí, eh? Ja, er ist mad. Abre. Ja, komm. Wie lange soll ich hier drin bleiben? Ha? Wo ist die Toilette? Direkt vor dir. Viel Spaß. Werde ich haben. Gracias. Auf. Oh Mann, ich hatte gerade so einen schönen Traum. Ey, schon gut. Langsam. Ah.
Kapitel 2, ein höllischer Ort. Gibt's hier Schätze? Sorry. Was? Ich bin doch am Aufladen. Wartet kurz, Leute. Scheinbar war ich gar nicht am Aufladen. So, jetzt sollte gehen. Gut. Wo? Ah. Hey, darf ich vielleicht mal duschen? Kajate. Sorry. Morgen, Jungs. Oder Bros. Hier unten schwer sagen. Oi, Idiota. Die Treppe rauf. Gerne mal einmal ein Big Mac-Menü zum Mitnehmen. Ah, immer dieser Running Gag. Ja, ja, okay. Ist prisionero, abran la reja. Hey, schöner Tag, nicht? Gerne mittlere Cola. Mann, sie sind nicht so gesprächig, wie ich dachte. Que hiciste a Gustavo. Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Te lo mostraré cuando regrese. Déjanoslo a nosotros. Habt ihr ein Happy Meal für mich? Okay, ich sollte aufhören, so Werbung zu machen. Also, das ist keine Produktplatzierung. Just for the gag. Oh, nice. Bro, chill doch. Hey Bro, was geht? Oh, yo! Hey Bro. Der ist nicht so mad. Oh Gott. Sorry. Diviértete. Spreche ein bisschen Spanisch, weißt du? Moment. Was hast du gesagt? Kommst du früh genug raus? Escuchaste. Yo, Jungs. Jungs. So ist. So löst man keine Probleme, Jungs. Muy bien. Ja, gehen wir schnell weg. Lassen wir den hier alleine. Sorry, Bro. Den riechst du mich eigentlich? Siehst du schon. Yo! Leute, ich will doch rausgehen. Nein, nein. Nicht da. Oh. Ah, Mann, man hört die Schreie noch von ihm. Man will gerne helfen, aber man kann nicht. Ja, überhaupt nicht Zwielicht. Hey, das sieht nicht aus wie das Büro des Direktors. Nach links. Wir gehen rechts. Das andere links. Geil, dass er noch drauf reagiert. Zu geil. Da durch. Ist längs. Sorry, ich war hier noch nie. Ist das mein Spielplatz? Da wären wir. Okay. Okay, nimmst du mir die jetzt ab? Ich will einen Anteil. Anteil? Was immer du da oben zu finden hoffst, ich will einen Anteil. Schon, Vargas, du solltest uns nur rein und rausbringen, mehr nicht. Nur, ich riskiere meinen Kopf für euch, Gringos. Ja, und Rafe bezahlt sich auch königlich dafür. Sie? Aber nicht annähernd genug. Den solltest du doch nicht öffnen. Ja, ich sollte auch kein Bestechungsgeld nehmen. Niemanden hierher bringen und meine Häftlinge nicht quälen. Drauf geschissen. Okay, aber sei vorsichtig, das ist 300 Jahre alt.
Ich war Mitglied in Captain Henry Averys Mannschaft. Weißt du, wer das ist? Er war ein Pirat. Der Pirat, der den größten Raubzug der Geschichte machte. Und davon kam. Hab's nachgeschlagen. Ganz toll. Mehr als 400 Millionen Dollar in Gold und Juwelen. Alles von einem einzigen Schiff. Ah, der Gunsway. Ja. Ja, ich kenne die Geschichte. Komm endlich zur Sache. Bla bla bla, ich sitze in der höchsten Zelle des spanischen Gefängnisses. Ah, hier. Mögest du eines Tages den Weg zu diesem Höllenort finden. Mein Kreuz tragen und sie entdecken. Die Reichtümer des Paradieses. Was? Was willst du? Die Reichtümer des Paradieses. Oh, das ist eine Metapher. Nein, 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 nein. Du und deine Freunde habt nicht dafür bezahlt, um an diesem Höllenort nach einer Metapher zu suchen. Ich will einen Anteil. Okay, hör zu. Lass mich darauf und mich in der Zelle umsehen. Falls da nach 300 Jahren wirklich noch irgendwas ist, kannst du das mit Rafe ausmachen. Na los. Der Brief. Por favor. Wie willst du überhaupt darauf? Klettern. Oder möchtest du vorgehen, weil du ja einen Anteil willst? Brich dir nicht den Hals? Ja. Hab ich nicht vor. Hey, hast du es mitgebracht? Ja. Hab's da drüben versteckt, unter dem Arbeitstisch. Bei den Kisten. Klasse, danke. Na gut, okay. Schön nach unten gehen. Hat's hier mal einen Schatz? Es gibt auch keine Waffen. Also er hat... Ja, okay, mach doch. Was denke ich mir hier? Kann ja auch keine Waffen haben, wenn er gerade im Gefängnis war. Sieht nicht so aus, als hier was wäre. Na, aber schöne Aussicht. Müssen wir hier durch, oder? Ja, that was easy. Ja, wir sollten dann hier runtergehen, glaube ich, noch. Aber jetzt... Nope, hier hat's nichts, okay. Droppen. So. Ah, hier unten hat's etwas. Nice. Okay. Dann hier war der Schatz. Kann man hier nicht noch. Was? Oh. Wow. Yo. Tut mir leid. Boah, es kam so plötzlich. Da ist die Zelle. Wie komme ich da hoch? Mit Magic. Wo ist das Seil? Ah, es liegt hier, okay. Bingo. Weiter geht's. Und dann L1 schwingt das Seil. So. Go! Der andere sieht einfach so zu. Gut. Ja, das sollte eigentlich gehen. Kommt schon. Ah, Drake, bitte. Und das hat er noch geschafft. Nice. Ich nehme jetzt mal an hier durch. Ja. Ah ja, klar. Seil am Wasser.
Gut, das hat schon mal geklappt. Bin gespannt, was Sam dazu sagt. Also ich will wirklich nichts sagen, weil es könnte sich jetzt wieder schnell ändern. Aber bis jetzt haben wir Zero Deaths. Auf nach oben. Was ist ganz oben? Sieht fast so aus, als man hier noch was versteckt hat. Ah, man muss hier durch, okay. Und hier unten? Ich gehe jetzt trotzdem mal runter. Ja, es hätte schon Death sein können. Ja, schöne Aussicht, wirklich. Hier unten hat es auch nichts, oder? Nein, so. Ja, dann bleibt uns keine andere Wahl als diesen Weg. Die Frage ist jetzt links durch oder rechts durch. Ich gehe jetzt mal rechts. Hier. Ja, why not? Kann man hier reingehen? Schwer zu glauben, dass hier drin dutzende Piraten auf den Galgen warten. Okay. Wo lang? Oh, ein Brief. Den habe ich schon von oben gesehen. Nice. Ein Taschenmesser. Oder ein Rasier. Ich dachte, heutige Gefängnisse wären schlimm. Ja. Sie haben... Wenn schon noch Briefe schreiben können, hier in diesen Zellen. Okay, hier geht's dann nicht. Ah, man kann innen durch. Ah, L1, um zu bewegen. Gut. Das geht. Ah ja. Kein okay. Problem. Das ist ziemlich cool. Ja. Ja. Einfach weiter klettern. Auf geht's. Bounce-Zelle. Und wir sind angekommen. Alles Zeichen her. Oh Gott, zu viel Text. Verdammt, da hatte jemand wirklich viel Zeit. Dieses ganze Gekritzel muss eine Bedeutung. Man kann doch das fast zusammenlegen. Dann hätte man so einen Pfeil und so einen M-Teil oder Skorpion. Es sind
Wahrscheinlich die Horoskopzeichen. Ich nehme jetzt mal an, dieses Zeichen hier. Und der Pfeil. Der Pfeil wäre X, das ist doch 10. 3, 13. X2. Ich hoffe, das stimmt jetzt mal. Kann man überhaupt was machen? Okay. Ich mache einfach schon weiter mit dem Rätsel. Das ist ein Teil des Symbols. Ist die andere Hälfte. Also dann. So, das wollte ich machen. Okay, ein Tierkreiszeichen. Das Zeichen für Schütze und Skorpion. Habe ich überhaupt das Richtige angeschaut? Sollte Skorpion sein, oder? Ah nein, dann wäre es doch... Ah, wir haben sogar... Falscher Stein, Drake. Leider nein. Ja, ist auch der hier. 10 und 2. X und I, I. Ja? Sieh sich das einer an. Ja? Kruzifix. Igna factis recipimus. Das muss es sein. Dann mal zurück. Dann mal die Tür öffnen. Ja, nicht runterfallen. Ich wollte schon sagen. Ja, und dann L1 gedrückt, halten, dann runter. Mission Impossible mäßig. Jetzt. Ich hoffe, das war richtig. Danke. Ich dachte schon. Vorsicht. Ja, es sollte auch kein Problem sein, oder? Oh. Ich will nichts sagen. So. Hier hinjumpen und... Go. Lass mich Rafe niemals hin. Bam, der Tasten. Auf Wiedersehen, Schulter. Ja. Haben wir schon diesen Turm komplett entdeckt. Ist Vargas. Ich will was ab. Ich will einen Anteil. Träum weiter. Oh, yo, Drake, wieso? Wieso machst du das jedes Mal? Wow. What? Geht's hier nach unten. Nach hier? Ah, gut. Holy. ja, wir müssen dort nach oben. Ist hier sonst noch etwas? Anscheinend nicht. Okay. So muss es laufen. Dann hier durch. Wir müssen bestimmt hier nach unten gehen.
So. Hast geschafft. Was gefunden? Drake? Was? Da war alles leergeräumt. Falls da irgendwo ein Hinweis versteckt ist, war nicht zu finden. Bist du sicher? Hast du an der richtigen Stelle gesucht? Vielleicht habe ich nur irgendwas in dem Brief übersehen. Vielleicht gab es noch einen Turm, der schon längst eingestürzt ist. Ja. Gibt's irgendwelche Skizzen für diesen Laden? Ich meine, Baupläne oder so? Kann sein, da ist ein ganzer Haufen alter Akten. Okay, toll, toll. Schau sie dir durch. Sieh zu, was du rausfindest. Ich rede inzwischen mit Sam, er ist unser Avery-Experte. Vielleicht kriegt er dieses ganze Chaos auf die Reihe. Okay, ich sehe mir die Akten an. Los, ja. Dreh dich um. Okay. Wenn du mit ihm geredet hast, komm zu mir. Alles klar. Gringo, wenn ich dich noch einmal beim Prügeln erwische, gibt's eine Woche im Loch. Du bist ein guter Schauspieler, Vargas. Fast so gut wie ich. Me puedo decir, suerte de principiante, ¿verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti. Mann, die haben dich ganz schön fertig gemacht. Bist du okay? Hab schon Schlimmeres eingesteckt. Komm. Hey, wo. Du willst mich doch wohl nicht im Dunkeln lassen. Du hattest recht. Nein, wir hatten recht. Jetzt müssen wir nur Ray finden. Rafe. Fang nicht an, bitte. Na, komm schon. Wie du sagst, wir waren das. Du und ich. Und jetzt soll dieser reiche Sack den Rahmen abschöpfen? Wie lange haben wir versucht, hier reinzukommen? Wir hatten Hinweise. Nein, hatten wir nicht. Okay, keinen einzigen. Es ist so. Kein Rafe, kein Vargas. Und wir wären nicht hier. Apropos Vargas, wir haben ein Problem. Was für ein Problem? Hat er dich ins alte Gefängnis gelassen? Ja, hat er. Okay. Nachdem er den Brief las. Oh. Und wie viel weiß er? Genug für einen Anteil. Ach, scheiße. Ray, falls sonst noch jemand davon erfährt. Ich kläre das mit Vargas, keine Panik. Und jetzt kümmern wir uns um wichtigere Dinge. Okay, suchen wir uns was, wo uns niemand stört. Okay, die Luft ist rein. Okay, und was haben wir? Oh, Scheiße. Darf ich? Sei vorsichtig, okay? Holz mit Gold und Silber in Tarsien. Sehr schön verarbeitet. Es ist hohl. Würde sich einer von Averys Männern die Mühe machen, ein Kruzifix zu verstecken? Es ist kein Kruzifix. Ein Kruzifix repräsentiert nämlich Jesus. Das ist nicht Jesus. Hast recht, keine Dornenkrone. Er ist ans Kreuz gefesselt. Na, wenn's nicht Jesus ist, dann... Lies die Inschrift. Digna factis recipimus. Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Ja. Sieh mal an. Ein katholisches Waisenhaus hat auch Vorteile. Der heilige Dismas. Ja, der reumütige Dieb. Wo ist die Verbindung? Jungs, tun wir so, als hätte ich die Sonntagsschule geschwänzt. Okay, bei der Kreuzigung wurde Jesus zwischen zwei Diebe gehängt. Okay? Einer von ihnen verspottete Jesus. Der andere, dieser Typ, war reumütig. Er nahm seine Strafe mit Demut an. Und Jesus führte ihn ins Paradies. Reumütiger Dieb. Ja. Was? Du hast die Lösung. Es gibt eine Kathedrale des heiligen Dismas in Schottland. Warte, Avery wurde zuletzt in Schottland gesehen. Das kann kein Zufall sein. Oh. Wisst ihr, ich hatte meine Zweifel bei euch beiden, aber finden wir Vargas und dann raus aus diesem Drecksloch. Ich... Lass mich raten, mit dem Kerl hast du dich angelegt? Da wusste ich noch nichts von seinen...
Freunden. Te dije que no habíamos terminado. Mira, ya nos ganaste, ¿ok? Muy tarde para hablar. ¡Aquí no sales! Hey, ¿vas tú vas? Tú no te metas. Ok. Und schon geht's wieder los. Yo, Jungs. Du hast dich auch nicht angeboten. Ah, yo. Keine Chance. Einfach drauf. Yo. Go. Go, go. Wie der andere angerannt kommt. Oh. Ey. Ganz ruhig, Leute. Ah, voll gegen den Generator oder was das auch immer sein sollte. Wo ist eigentlich der Boss? Also der, wo eigentlich das Ganze gestartet hat. Oder haben wir den schon? Ah, der ist hier. Ah, voll drauf. Ah ja, schon wieder. Der lernt auch nie. Go. Ey, böser. Ey. Wieder voll Spam der Tasten. Go. Hör auf mich die ganze... Ja, es sollte jetzt gehen. Und... Ah... Ah... Es tut mir selber... Er steht noch. Alter... Yo... Unmenschlich, wirklich. ¿Qué es esto? ¿Eh? Dame. ¿Es das Schmuggelware? ¡Cállate! ¿Für wen hältst du dich? Llevo su celda. Trae a los gringos a mi oficina. Déjanos. Déjenos. Hast dir Zeit gelassen? Wir wurden fast getötet, Mann. Kann noch kommen. Vargas. Im Ernst? Oh. Ich hab nichts gefunden. Muss der falsche Turm sein. Und? Was soll ich sagen? Ich bin Katholik. Hab immer eins dabei. Witzig. Hey, hey, hör zu. Es ist wertlos, okay? Haltet ihr mich für blöd? Okay. Du willst neu verhandeln? Schön. Benimm dich nicht wie ein Kleinganove. Und jetzt weg damit. Danke. Wir geben dir, 10%. Die Hälfte. Wir machen die ganze Drecksarbeit. 20. Ohne uns würdest du ihn nie finden. 25. Alle gleich. 25. Hört sich das fair an, Jungs? Damit kann ich leben. Ja, klar. 400 Millionen durch 4, das geht. Wir haben einen Deal. Ja, einen Deal. Okay. Dann komm mir noch einmal so. Verdammt. Das war's. Bist du total durchgeknallt? Willst du es wirklich wissen? Leute, was machen wir? Wir halten uns an den Plan. Gehört dir das zum Plan? Folgt mir. Los, los! Ja, und schon geht's wieder weiter.
Ja, irgendwie war das nicht gerade die beste Lösung von Rafe. Ja, go. Holy moly. Ja, man kann es einfach so wegmachen, ganz sicher. Ich dachte, Uncharted 1 hat uns gelernt, dass Explosionen eigentlich alle Probleme lösen. Und nicht eine Messerattacke. Ja, zwar, es hat ja auch nicht das Problem gelöst, sondern mehr noch alles verschlimmert. Speedrun! Ja, einfach schön Sam hinterher. Dort durch. Hier ist etwas. Voll Speedrun Action. Ja. Why not? Wir kassieren etwas mehr Schüsse als Rafe, weil er... come on! Brich nicht zusammen, bitte! War ja klar. Oh, nein, come on. Ja, das sollte kein Problem sein. Nice! Ja, Rafe... Ist Rafe gar nicht gekommen? Der denkt auch nur an sich. Nicht dadurch, so. Go! Oh oh. Ich nehme jetzt mal an hier durch. Nice. Hier durch. Wow! Voll der Jump. Go! Fast geschafft. Dort ist schon die Mauer. Puh, sollte kein Problem sein, wirklich. Yo. Komm schnell! Seite. Nein, ich kann nicht. Ich lasse sie nicht hier. Nate, dein Bruder ist tot. Komm mit mir oder geh zu ihm. Wie du willst. Ah, es geht trotzdem noch weiter. Oh mein Gott. Jump. Panama-Dschungel. Ich komme. Okay, ich muss weiter. Ich hoffe, wir la... Ah, das ist richtig. Yo.
Zeit bist du bei den Koordinaten? Eine Spur von der Beute? Nein, noch nicht. Bekommst du da oben Signale? Leider nicht. Okay, ich schwimm stromabwärts. Halt mich auf dem Laufenden, okay? Alles klar. Ein Job in Malaysia. Hey, deine Flasche ist nur noch zu einem Viertel voll. Willst du hochkommen? Nein, geht schon. Kann nicht mehr weit sein. Wenn du ihn nicht bald findest, war's das. Ich finde ihn. Okay. Hier kann man sicher gut erkunden gehen. Ja, 2 Kapitel als Intro. Why not? Also ich hatte irgendwie noch im Kopf, dass hier 3 Stück eigentlich sind. Oder hier beim Baumstamm. Hier hat's einer. So. Den haben wir schon mal. Und hier. Ja, gehen wir hier nach oben. Das Kreis. Ah ja, Kreis ist nach unten. Okay. Hier oben hat es aber nichts. Ah! Dort ist noch einer. Ja, eigentlich sieht man sie eigentlich noch gut. Ja, why not? Was macht hier ein Silberfisch unten? Hat hier was geblinkt? War hier was? Nein. Oder sonst noch oben? Nein. Ist auch kein Schatz. Ist das? Hier unten. Sie was Spezielles. Auch nicht. Okay, sie ist hier nach unten gerutscht. Ah! Ich hab's gesehen. Also ich nehme jetzt mal an, das ist ein Schatz. So, super. Wir können eigentlich auch ganz nach oben schwimmen. Also wir haben schon das Containerteil gefunden. Aber ich glaube, sonst hier irgendwo in der Nähe hat's dann nichts mehr versteckt. Also ich glaube jetzt eher nicht mehr. Oh, hier ist ein Reifen unten dran. Sonst. Nein, ist gut. Ah, da ist er ja. Ich hab ihn. Da aus. Mitgenommen, aber intakt. Ja, gehen wir hier dran. Okay. Ah, nochmal 3. Ah. Spam! Ich
Da waren noch Fische drin? Was? Nach meiner Rechnung fehlen uns zwei Kisten. Ich werde sie suchen. Warte. Komm lieber erst mal hoch und füll deine Flasche auf. Die Kisten müssen in der Nähe sein. Ich schaff das. Ha, hab eine. Ah. Ja, die geht wahrscheinlich nicht nach oben. Die Kiste steckt unter dem Anhänger fest. Hör zu. Sicher erstmal die andere Kiste, dann heben wir den Anhänger für dich an. Das bist du, deswegen bekommst du das große Bett. Ja. Wir haben doch vorhin schon die Kiste irgendwo gesehen. Ah, die muss ja fast irgendwo hier. Ah. Danke, Spiel, für den Tipp. Okay, bis gleich. Ach komm schon, jetzt muss man immer X mehrmals gedrückt. Also drücken. Ja, why not? Ja. Okay, eine Kiste gesichert. Gutes Timing. Wir sind direkt über dir. Wir lassen das Seil runter. Nice. Jo. Okay, ist in Position. Dann nehmen wir den. Wir heben ihn ein Stück an. Okay, hab das an. Das sollte gehen. Yep. Einfach drumherum und dann Dreieck. Dreieck! Okay, eins hab ich. So. Gut, achte auf deinen Sauerstoff. Das passt schon. Ja, es sollte eigentlich kein Problem sein mit dem Sauerstoff hier. So, und... Boy. Und Dreieck. Okay, Anhänger gesichert, los geht's. Okay, mach Platz, wir heben ihn an. Ich bin soweit. Ja. Und hoch damit. Wow, wow, wow. Bisschen okay. Lebensmittel ist da schon. Ja, muss die Kiste. Ah, dort. Ist okay. Man auch blind as fuck. Ich mache sie mit den anderen fest. Gehen wir wieder hier rein. Natürlich. Und so. Das hat auch ein Quicktime-Event, was? Oh. Ja. Fertig, die Ladung ist komplett und auf ist. Ich hab noch Sauerstoff für 5 Minuten. Oh Mann. Hey, dann bleib doch noch ein bisschen unten. Vielleicht findest du noch ein paar andere Schätze. Nein, danke. Willst du mit? Gerne doch. Sag mir, wenn du am Seil hängst. Häng am Seil. Okay, ich bin bereit. Hol mich heraus. Wird gemacht. Und aufwärts. Ah, ich dachte, es würde Cutscene kommen. Was für eine Schönheit. Wie geht's dir? Oh, besser seit ich aus dem Fluss raus bin. Ich werde wohl eine Woche lang feststecken. Okay. Warum ist die Polizei da oben? Ich warte. Was geht so, Jungs? Schmeißt sie einfach runter. Jungs. Ich auch. Wirf die Ausrüstung her. Bitte schön. Danke.
nur die Arbeit, oder? So, jetzt können wir sicher doch noch mit anderen Leuten reden. Das war nicht mal der langsamste Tauchgang, den ich ertragen musste. Ist das ein Kompliment? Ich bin überwältigt. Weißt du, was mich überwältigt? Dein Gestank. Keine Ahnung, Mann. Mir gefällt's. Erinnert mich an deine Mom. Echt fies, Mann. Das werde ich ihr auch sagen. Ja, er wollte sich mit uns anlegen. So, hier können wir ja nicht. Was ist hier? Hat sie noch irgendwas Spezielles? Ich glaube, dort fährt ein Schiff vorbei. Der dreht ja voll durch. Oh, sogar ein Schatz. Arcade only. Was denkst du? Vollständige Werbung? Vollständig. Ha, neben dir würden wir armselig. Ich lasse euch gut dastehen. Sonst ist wirklich nichts mehr vorhanden. Jungs, reden wir später drüber. Mein Held. Na komm, mal sehen, was du hast. Hey, lass doch nächstes Mal jemand anderen. Du brauchst eine Pause. Nein, danke. Tauchen ist mir immer noch lieber, als im Büro zu sitzen. Ja, na gut. Wird aber etwas dauern, bis wir wieder tauchen. Was ist mit dem Job am Donnerstag? Ach Mann, nein. Not unterboten. Das kann doch nicht wahr sein. Hey, die Konkurrenz schläft nicht. Na, dann sehen wir mal nach. Wärst du dann so frei? Was ist ja, wohl drin? Danke. Wow. Sieh dir das an. Das ist Kupfer. Tja, du wärst überrascht, wie viel das Zeug wert ist. Der Kunde zahlt gutes Geld für den ganzen Kram. Willst du es nicht lieber zu Pennys einschmelzen? Ach, na komm, gehen wir feiern. Die erste Runde zahle ich. Mit euch um die Häuser ziehen? Nein, nicht ohne Gefahrenzulage. Wenn es euch nichts ausmacht, erledige ich schnell den Papierkram und zisch ab nach Hause. Ein andermal gern. Okay, wie du willst. Hey, gute Arbeit heute. Danke. Kupfer. Hey, Nate, warte mal. Hey, was machst du denn hier? Ich habe ein Geschenk für dich. Geschenk? Was ist das? Ich habe Nachricht von meinem Kontakt über dieses Wrack vor der Küste von Malaysia. Oh nein. Das Schiff ist intakt. Ja? Die Fracht wartet nur auf uns. Du lässt nicht locker, das muss man dir lassen. Das Geld für die Ausrüstung ist auch gesichert, wir sind startbereit. Bis auf meinen besten Mann. Der Mann, dem ich vertraue, der Einzige, er hat kalte Füße. Meine Füße waren noch nie warm. Sag mal, dieser Kontakt von dir... Hat er die Genehmigung? Nein, er hat sie nicht. Prima. Okay, niemand hat eine verdammte Genehmigung. Natürlich. Aber Nate, das ist doch zu unserem Vorteil. Keine Genehmigung heißt keine Konkurrenz. Das Schiff gehört nur uns. Keine Genehmigung heißt keine Bergung. Nate, mit dem Geld hätten wir ausgesorgt. Und zwar wir beide. Okay, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich will nicht noch mit 60 Bergungen machen. Du etwa? Besser als Gefängnis. Hör zu, ich muss ablehnen. Und das solltest du auch tun. Pass auf, nimm's einfach mit. Mir zuliebe, okay? Ich ändere meine Meinung nicht. Schadet ja nicht, drüber zu schlafen, oder? Grüß Carla und die Kinder von mir, okay? Mach ich. Kein Druck, Nate. Aber denk drüber nach.
Hier hast du echt gute Arbeit geleistet. Oh was, es geht weiter. Das Suchgebiet eingegrenzt. Das wäre ein Wahnsinnsfund. So ein Scheiß. Nein, nein, niemals. Du kommst zu den anderen. Ah, stimmt, jetzt weiß ich, was kommt. Kapitel 4, ein normales Leben. Ja, das passiert nach der Heldengeschichte. Man lebt weiter. Ich hab mal deinen großen Bruder bestiegen. Ja, Uncharted 2 hat auch eine gute Geschichte. So voll im Tibet und Nepal. Ja, eines der seltsameren Dinge, die ich gesammelt habe. Ja, voll Gollum-reich. Kennen wir ja zu gut. Was ist hier? Eine spanische Dublon aus einem deutschen U-Boot. Mitten im Dschungel. Wer hätte das gedacht? So geil, dass man alle Sachen von früher wieder anschauen kann. Sir Francis Drake opfert sich für Sally. Ah, das ist das Buch vom ersten Teil. Okay. Sieh uns nur an. Was steht hier? Das habe ich auf meiner alten Kamera gefunden. Ich dachte, du würdest es gerne haben. Elena. Aber kann man nicht durch... Schade. Schade, kann man nicht die, also herumblättern. Und hier, sonst. Was ist hier? Shambhala. Wie die Musik gerade wieder anfängt im Hintergrund. Fehlst mir, Kumpel. Oh. Voll tänzeln. Ja, legen wir wieder zurück. Hier ist... Ah! Sir Francis und seine raffinierten Rätsel. Das hat er dafür noch behalten können. Sonst ist ja alles verloren gegangen. Ja, eigentlich der Ring auch. Dieses Zeug sind so viele Männer gestorben. Also gar, wenn man es schüttelt. Wenn man überlegt, das sind die letzten Teile von dem Lebensbaum. Ist ja alles kaputt gegangen wegen ihm. Ist hier? Ja, wirklich, mein Ziel. Ah. Wie jeder Gürtel von jedem Teil. Steht hinten? Steht da was? Nein. Ah, das Buch das von... Eine verrückte Nummer. Steht hinten? Royal Inn. Hi Nate, wie geht's? Ich habe meinen üblichen Unfug getrieben. Nichts Großes, aber genug, um die Heizung am Laufen und das Weinregal gefüllt. Ich habe Wind von einer Sache bekommen, die genau das Richtige für dich sein könnte. Solltest du deine Meinung jemals senden? Aber es kam ja irgendwie... Oder kam das vor im 3? Oder das war sicher vorher, vor der ganzen Geschichte, wo er angefangen hat. Jetzt ist noch die Kiste hier.
das. Scheiße. Ich wollte es nicht zurücklegen. Der Schmerz ist immer noch zu groß. Ja. Danke für nichts, das war's. Die Handbewegung. Ui, ui. Ja. Lassen wir das wieder. So, dann haben wir noch die Gun Action hier. Ja. Jeder spielt zu Hause mit der Nerf Gun. So toll. Schwarze. Ausweichen. Nimm das. Und das. Fürs Plastik. Hat's noch wer? Hab dich. Waren das alle? Ja, bin gleich da. Es wäre noch lustig, wenn man eine Trophäe bekommen würde. Ah, das ist der Globus. Ups. Und hier hinten? Er ist wirklich hier. Wie ein Profi. Ist gut. Treffe ich den von hier? So. Oh, yo! Nachladen! Okay. Kann weitergehen. So, Aiming Skill. Ah, ich kann's. Ah, okay. Lassen wir den Unfug. Wie auch die Musik mitspielt. Wie richtig Gefahr wäre. Nächstes Mal. Nein, ich wollte das doch mitnehmen. Ah, ich kann noch steuern, okay. Was haben wir hier? Oh. Wirklich mal wieder Urlaub machen. Zu lange her. Es hat voll die Details im Spiel. Das finde ich noch geil. Man kann so viel erkunden gehen. Es gibt auch noch ganz am Schluss noch so etwas Besonderes. Das fand ich auch noch nice als Extra. Bangkok. Ja. Im Klo ist hier was. Wenn wir hier einen Schatz finden würden. Ist hier was? Eine Waschküche. Drin. Hey Drake, hast du erst noch Zähne putzen? Und hier? Ah, Kleiderschrank. Da hat sicher nichts. Ah, jetzt noch was. Das gefällt mir. Drake mal in Smoking. Ja, zwar hat man das ja auch schon im 3 gesehen. Also Drake im Smoking. Ja, dann gehen wir nach unten.
Gehen wir raus. Geht leider nicht. Und hier? Hey, wie viele Klo haben die? Du warst ich habe recherchiert. Ah, so nennt man das also heutzutage. Wirklich? Hey, kannst du vielleicht das Essen holen? Ich bin hier auch gleich fertig. Oh, ja, na klar. Danke. Ah, hier. Man kann den Kühlschrank noch öffnen. Bitte. Er holt sich sein Getränk. Ja. Für was hat er jetzt das Getränk geöffnet? Fertig, okay. Hast du es geschafft? Ja. Naja, er ist wahrscheinlich zu lang und voller Tippfehler, aber dafür gibt es schließlich Redakteure, stimmt's? Boah, ich Hunger. Ja. Sieht gut aus. Also, nur mal den Tag. Was? Ich habe kein Wort verstanden. Oh, sorry. Tut mir leid. Wie war dein Tag? Oh, er war klasse. Mhm. Ein typischer Tag im Paradies. Mhm. Ich durfte eine Ladung Müll aus einem Fluss fischen. Mhm. Ja? Immerhin durftest du schwimmen. War denn interessanter Müll dabei? Oh, ganz tolles Zeug. Wir haben einen Laster aus dem frühen 21. Jahrhundert entdeckt. Die Einheimischen nannten ihn einen Sattelzug. Oh mein Gott. Sowas halt. Langweiliger Kram. Erzähl von deinem Artikel. Tja, zuerst war es nur so eine brave Story über Tourismus in Bangkok. Aber ich glaube, dem Magazin wird mein Blickwinkel nicht gefallen, weil jeder sofort erzählt hat, wie schlimm der Smog ist, dass er wie ein Schlag in die Lunge wäre, sobald man aus dem Flieger steigt. Also habe ich kurzerhand ein Rad lagert. Hey! Was? Wo bist du? Ich bin hier und werde mit Gabeln gespickt. Ach, wirklich? Was? Erzähl weiter, es war echt interessant. Oh. Ja. Und wovon handelt mein Artikel? Was? Der hier? Mhm. Flüge in Bangkok. Die haben einige Probleme mit dem Smog und können nicht landen. Wow. Tut mir leid. Das war mutig. Das war, die richtige Richtung, oder? In einem anderen Staat, aber ja, es war die richtige Richtung. Jameson hat wieder wegen des Malaysia-Jobs gefragt. Hm? Jameson fragt ständig wegen des Malaysia-Jobs. Hör zu, Nate. Ich finde wirklich, du solltest ihn annehmen. Weißt du was? Ich will nicht. Wirklich. Ich meine, er hat nicht mal die Genehmigung. Und wir hatten abgemacht, dass wir solche Jobs nicht mehr machen. Okay, das ist es nicht wert. Es hört sich nicht so riskant an. Hm. Okay, wenn es nur die Genehmigungen Niemals. Sind. Du könntest Sullivan anrufen. Wie lange hast du ihn nicht gesehen? Elena, 2 Jahre? Können wir bitte das Thema wechseln? Okay, ich will bloß nicht, dass du ihn meinetwegen nicht annimmst. Ich nehme ihn meinetwegen nicht an, okay? Ich weiß das wirklich zu schätzen, nur... Ich werde dann mal abwaschen gehen. Halt, ich mach das. Nein, du hast warte. Gestern gespielt. Nein, du hast gekocht, ich wasche ab. Schon gut. Ich meine, zumindest könnte ich es mir verdienen oder sowas. Lass uns darum spielen. Du willst darum spielen? Ja, dein kleines Fernsehspielchen. Ich wette, ich knacke deinen Rekord. Du glaubst, du knackst meinen Rekord in meinem kleinen Fernsehspielchen? Ja, ich glaube, du hast Angst. Du weißt ja nicht mal, wie es heißt. Ich muss nicht wissen, wie es heißt. Ich habe dich spielen sehen. Ja. Man rennt und springt umher und darin bin ich ein Naturtalent. Ach, ehrlich? Was sagst du, feiges Huhn? Bist du dabei? Oh, wow, okay, Cowboy. Okay, sieht
zu und lerne. Oh, ich lerne schon viel. Ist so gut überlegt. Was ist es? Nein, es muss laden. Laden? Ja. Das dauert ganz schön lange. Du bist so ungeduldig. Wenn man etwas anschaltet, erwartet man, dass es... Okay, los geht's. Crash Bandicoot. Ist ein Problem? Nein, nein, nur, wie kriegt man's zum Laufen? Du musst die Starttaste drücken. Das wusste okay. Ich, ich hab's. Okay, lauf auf die Kamera zu. Ah, man kann nur mit dem Steuerkreuz. Oh mein Gott, richtig oldschool. Ah, nein. So, einfach hier durch. Warum verfolgt mich der Felsblock? Ich hab dem Felsblock nichts getan. Benutzt den. So. Das ist die falsche Richtung. Oh mein Gott. Ja, eigentlich Crash Bandicoot können wir dann auch noch Let's Playen. Nein, wieder von ganz... Ja, ich... Also Crash Bandicoot war wäre auch ein Spiel, bei dem ich sicher ragen würde. Ein paar Mal. Oder richtig toxisch werde. So. Lassen wir jetzt mal die Oompa Loompas. So. Ha. Jetzt kommen die Hürden. Na, na. Nein! Verpasst. Ah, hier hat's einen Checkpoint. Spielen wir eigentlich noch Uncharted? Oh, yo! Mann, einfach... Die Kamera ist nicht so nice eingestellt. Ah, Mann! Komm schon, Crash! Oh, yo! Ich hab voll Mitgefühl mit dem. Oh mein. Du bist reingefallen. Was? Was? Ganz am Schluss. Ich hätte es fast geschafft, Mann. Letztes Leben. Mach besser was draus. Oh, ich hab's drauf. Ja, am Anfang geht's noch ein bisschen und gut, den haben wir leider nicht bekommen, aber ist doch halb so wild. So. Ja, wir haben es geschafft. Aber nicht mit allen Kisten, aber egal, egal. Kommen die Kisten. Was? Das war's? Selber schuld. Das kann doch nicht wahr sein. Ich war so gut wie am Ziel. Du kannst das nochmal versuchen. Komm schon, doppelt oder nichts. Mein Auto muss dringend gewaschen werden. Echt jetzt? Musst du jetzt auch noch darauf rumreiten? Es gibt da auch diesen Einfachmodus. Ich stelle ihn dir ein. Wow. Es ist viel leichter im Einfachmodus. Weißt du, red ruhig so weiter. Red weiter. Was willst du tun? Ich warne dich. Was willst du tun? Ich warne dich. Jetzt, was willst du tun? Zeig's mir. Ich sag's dir. Wie findest du das? Hey, bist du glücklich? Ja, na klar. Und du? Echt jetzt? Komm her. Noch nicht geöffnet.
Geschlossen! Oh Mann! Okay, ich komm ja schon, ich komm ja schon! Arschloch. Ja, kann ich helfen? Ja, ich suche meinen kleinen Bruder. Etwa ihre Größe. Etwas schlanker. Etwas weniger graue Schläfen. Sam? Schön, dich zu sehen, Nathan. Oh mein Gott, Sam! Wow, okay, langsam. Langsam. Wie? Ich dachte, du wurdest getroffen. Ja, das stimmt. Genau hier. Oh Mann. Die Ärzte, die haben mich zusammengeflickt und zack, war ich zurück in der Zelle. Ja, aber ich habe rumtelefoniert, alles überprüft und es gab überall dieselbe Antwort, du seist tot. Nathan, wir haben den Wärter getötet. Ich sollte für den Rest meines Lebens in der Zelle verrotten, das wäre ich fast. Mensch, Sam, ich... Mann, hätte ich das gewusst, bei Gott, ich wäre sofort... Du wärst gekommen. Ich weiß, Nathan, ich weiß. Was jetzt zählt, ist, dass ich draußen bin. Hey, alles klar bei dir? Ich muss an die Luft. Du wirst doch jetzt nicht ohnmächtig, Könnte oder? Könnte sein. Das ist ganz schön viel für mich, Mann. Wie bist du da rausgekommen? Wann bist du raus? Wie kommst du hierher zu okay. mir? Langsam. Setz dich. Erzähl mir von dir. Von mir? Ja. Was soll ich da erzählen? Ich habe alte Bekannte angerufen. Die erzählen ziemlich wilde Geschichten. Was für wilde Geschichten? Ein Bauchschuss? Du hingst an einem entgleisten Zug im Himalaya? Ja, das ist echt passiert. Komm schon, Mann, was habe ich verpasst? Mensch, Sam, wo soll ich da nur anfangen? Mit dem besten Teil. Eldorado als erstes. Hey, erinnerst du dich an unsere Theorie, dass Sir Francis Drake seinen Tod vortäuschte? Ja. Okay, das hat er. Ich habe den Sarg entdeckt. Vor der Küste Panamas? Ja. Okay, und jetzt halte ich fest. Ich öffne ihn also. Echt? Keine Leiche drin. Aber der Boden ist sein altes Tagebuch. Verarschst du mich? Tja, was soll ich sagen? Noch eine verschollene Stadt zerstört. Und wir sind lebend rausgekommen. Gerade so. Unglaublich. Ja, das war's. Schade, dass du nicht da warst. Nein, es ist wirklich unglaublich. Du stolperst schon wieder über eine archäologische Goldgrube und schaffst es, am Ende mit leeren Händen dazustehen. Wie immer. Tja, das ist wohl mein Schicksal. Aber ich habe schon hier und da ein paar schöne Sachen gefunden. Hat fürs Auto gereicht, das Haus, den Verlobungsring, ich bin verheiratet. Unglaublich. Elena aus den Geschichten, sie ist meine Frau. Du musst sie kennenlernen. Heute Abend. Dinner, bei mir. Du kommst zum Essen, dann erzähle ich ihr von dir. Mist, ich muss ihr von dir erzählen. Nathan, ich stecke in Schwierigkeiten. Was? Wovon redest du? Was ist denn los? Sagt dir der Name Hector Alcazar irgendwas? Ja, dieser Drogenbaron. Der Schlechter von Panama, oder? Wieso? Eine lustige Geschichte, aber im letzten Jahr war er mein Zellengenosse. So bin ich aus dem Knast gekommen. Liest du heute gar nicht? Samuel, komm her. Ach.
Hör mal. Die Wachen. Sie singen. Naja, die sind bestimmt besoffen. Kann sein. Aber sie sind zufrieden. Wie können sie mit ihrem mickrigen Leben zufrieden sein? Ihrem erbärmlichen Job? Naja, sie haben Ehefrauen, die auf sie warten. Was haben wir? Nichts für ungut. Wir haben Ehrgeiz. Oh. Und wenn wir hier rauskommen, wird uns dieser Ehrgeiz weiterbringen, als es sich diese Idioten vorstellen können. Tja, dein Optimismus in allen Ehren. Was hast du vor, wenn du hier rauskommst, Samuel? Das heißt, falls ich hier rauskomme. Du kannst es dir sicher vorstellen. Kann ich. Aber ich will, dass du es sagst. Ich werde den größten Piratenschatz aller Zeiten finden. Was du inzwischen bestimmt schon nicht mehr hören kannst. Oh nein. Die Geschichte von Henry Avery und seinen 400 Millionen in Juwelen und Gold ist mein liebstes Schlaflied geworden. Glaubst du wirklich, du kannst ihn finden? Wenn ich die Chance dazu habe? Auf jeden Fall. Ehrgeiz. Wie heißt das Zitat von Avery? Ich bin ein Mann des Glücks und ich muss mein Glück suchen. Oh. Mir gefällt, wie er denkt. Was zum Teufel? Die Chance unseres Lebens. Señor Alcázar. Me alegro verlo. Sag mir den Key. Wow. ¿Qué hacemos con él? Samuel, bist du bereit, dein Glück zu suchen? Ja. Vámonos. Ach du Scheiße. Und Kapitel 5, Hector Alcázar. Hat sie noch was? Ey, Bros. Wie lange hast du das schon geplant? Seit ich hier reingekommen bin. Stan, beeil. Wir müssen schnell sein. Oh, der schläft hier. Und der auch. Ist das ein Schatz dort? Ah nein, das ist nur eine Lampe. Danke. Ja, das kommt schon wieder. Hector, damit löst du einen verdammten Aufstand aus. Ja, genau. Ja, der Name Schlechter von Panama passt noch. Oh, yo. Ah, hier kann man gar nicht reingehen, okay. Lass hier. Ich untersuche anfangs mal alles. Jungs. Ah, das ist einer von uns. Ja, die nehmen ja schon alle. Der da oben muss mal weg. Ja, jetzt habe ich schon keine Muni, oder? Ah! Ich hab nicht mal eine andere Waffe oder so. Hat hier was? Hier ist voll die Party jetzt am Laufen wegen. Hat's nirgends in der Zelle irgendwas? Man kann nicht mal hier nach oben gehen, okay. Ah, ich sollte in Deckung
Ja, den noch erledigen. Super. Siehst du, der Plan funktioniert. Das sehe ich. Oh, danke für die Muni. Jetzt haben wir die Waffe. Ist immer gut. Und was jetzt? Estamos en posición. ¿Están listos? Sí. Busquen donde cubrirse. Leute, ich will mal ausprobieren, was passiert. Warum? Tu's einfach. Holy! Okay. Oh. Ja. Jumpscare auch 3000. Oh mein Gott. Voll den Schreckmoment gerade gehabt. So, dann gehen wir noch hier durch. Hat sie noch was? Gut, den haben wir hier. Ist das eigentlich nicht der genau gleiche Weg? Oh, danke. Hat sie noch was? Boah, wie laut. Ja, ich glaube, wir sollten wieder... What? Ja, immer schön nach oben gehen. Danke für die Waffe. Rambo! Da unten hat's noch... Oh, das war Headshot. Wieder. Ja, nice. Ja, ich glaube, wir sollten langsam aimen können. Oh, hier war doch der Feind, Fight von vorhin. Oder vor 15 Jahren. Ja. Ich glaube, wir brauchen die Munition gar nicht mehr. Schon wieder? Boom! Kaboom! Lol. Komm nochmal. Der ist weg. Ja, dann steht der Typ voll im Weg. Ah, der ist da. Was? Trotzdem nicht. Nein! Nicht sterben, bitte, Sam, bitte. Boy. Ja, why not? Ja. Scheiße. Voll, wenn ich Kreis gedrückt habe, gerade instant. Ja, das ist doch geil. Die Musik, Verfolgungsmusik. Alle mit der Skimaske. Yo! Ah, nein, 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 nein. Ah, ah! Pauli! Ja, so geht's auch.
hat sie ja noch einen Schatz? Wahrscheinlich nicht. So. Oder hier? Nö. Kommen noch mehr? Pauli! Alter, diese Jumpscares. Also es wären eigentlich keine, aber... trotzdem. Holy, Alter! Das sind auch nur Menschen! Ah, das... ich hätte ihn noch fast... Get down, man! So. Ich hätte noch fast Hector Alcazar getötet. Besser als gut. Hier, du bist dehydriert. Los, trink. Danke. Also, was hat Samuel Drake jetzt vor? Hey, was habe ich vor? Zuerst einmal baden. Und in einem richtigen Bett schlafen. Vielleicht leistet mir da auch jemand Gesellschaft. Meinen Bruder finden. Klingt für den Anfang ganz gut. Ja, stimmt. Also, was glaubst du? Wie lange brauchst du, um Averys Schatz zu finden? Keine Ahnung. Ich muss zurück in die Staaten und die Suche fortsetzen. Wie lang? Schwer zu sagen, bevor ich anfangen kann. Du weißt auch, wo er ist. Ja, stimmt. Okay, aber hör zu, es... es ist nicht so, als hätte Avery eine Karte mit einem roten Kreuz hinterlassen, okay? Aber es gibt eindeutige Hinweise. Oh, okay. Warte, warte doch mal. Hey, leise, ganz ruhig. Ich mag dich, Samuel. Und noch wichtiger, ich hab dir geglaubt. Darum bist du hier. Ich kann ihn finden, okay? Ich brauch bloß Zeit. Lame und Guccio. Weißt du, das Problem ist, so langsam bekomme ich wirklich Zweifel. Oh Gott, Hector, hör mir zu. Ich werde ihn finden. Ich schwöre. Wie lang? 6 Monate. Leute sind faul. Sie bitten mich immer um mehr, als sie eigentlich brauchen. 3 Monate. 3 Monate sind unmöglich. 3 Monate. Die Hälfte des Schatzes. Schaffst du das? Sag es. 3 Monate und die Hälfte. Also, wenn du wegläufst oder versuchst, den Schatz zu verstecken oder etwas ganz Dummes tust, wie zur Polizei zu gehen, erfahre ich es. Wenn du es am wenigsten erwartest, werde ich da sein. Und dann... ist der Tod eine Gnade, die du nicht bekommst? Hier. Komm hoch. Also, die nächste Stadt ist 10 Kilometer da in Richtung Sonnenaufgang. Lange her, dass wir beide die Sonne gesehen haben. Vamos. Wenn ich ihn finde, was dann? Keine Sorge. Wenn die Zeit kommt, werde ich da sein. Wenn er Swift ist, Samuel. Tja,
gehen und hier sind wir. Das ist übel. Nein, wir folgen der Spur einfach weiter und... Der Spur? Sam, es gibt keine Spur. Nach Raves und meiner Flucht kaufte er mit dem Geld seiner Eltern das Land um die Kathedrale des Heiligen Dismas. Wir haben alles durchkämmt. Averys Schatz ist nicht dort. Natürlich kein Grund für Rave. Der Vollidiot buddelt da schon seit Jahren vor sich hin und findet nichts. Überrascht mich nicht. Was heißt das? Tja, ich hab sozusagen selbst ein bisschen gegraben. Und, ich wette, dass Rafe das nicht hat. Wirklich erstaunlich, was man heute alles im Internet findet. Das ist doch nur das Dismas-Kreuz. Ach ja, denn unseres damals war zerbrochen und hohl, weißt du noch? Das Ding ist ja noch intakt. Avery hat mehr als ein Kreuz angefertigt. Was also bei dem in Panama gefehlt hat? Könnte in dem hier noch drin sein. Mhm. Na gut, wo ist das? Oh, dieses erlesene Stück versteigern sie und zwar in 3 Tagen auf dem Rossi-Anwesen. Das Rossi-Anwesen? Oh, du kennst es. Ja. Aber wie kommen wir bitte an eine Einladung zu einer exklusiven, schwer bewachten Schwarzmarktauktion? Tja, man braucht nicht unbedingt eine Einladung. Ja, und mit welchem Geld bietest du gegen diese reichen Säcke? Selbst eine 2. Hypothek auf mein Haus würde nicht reichen, um... Klar, du willst versuchen, es zu stehlen, was? Nein. Wir. Oh nein. Nein, Mann, echt, ich nicht. Ich bin raus. Was? Nein, ich mache sowas nicht mehr. Außerdem gibt es jede Menge andere Leute, die für sowas viel besser geeignet sind. Wer denn? Was weiß ich, Leute wie... Mann. Irgendwer. Charlie Cutter. Nein. Er ist nein, mein nein, Mann nein, für solche nein, nein, Sachen. Nein, auf keinen Fall. Ich vertraue Charlie und auch sonst keinem aus deinem Telefonbuch mein Leben an, okay? Ich brauche dich dafür. Oh Mann, Sam, es muss eine andere Lösung geben. Nicht in der kurzen Zeit. Und bestimmt nicht bei Alcazar. Hallo Schatz, ich bin's. Ja, hör mal, das glaubst du nicht. Jameson kam gerade mit den Genehmigungen rein. Ja. Ich weiß, aber wie es aussieht, mache ich den Job in Malaysia doch. Siehst du schon was? Nur ein Haufen zwielichtiger Oberganoven, die sich rausgeputzt haben. Und noch kein Zeichen von Sullivan. Es ist ja noch Zeit. Sieht aus, als wäre der Lagerraum in dem Gebäude hinter dem Haupthaus. Kannst du es von da sehen? Nur ein Stück vom Dach. Oh, was die da wohl alles versteckt haben mögen. Konzentrieren wir uns auf Averys Kreuz, okay? Naja, du könntest deiner Frau ja auch was Schönes mitbringen. Sehr witzig. Halten wir es einfach. Gut, einfach. Es wäre viel einfacher nur mit uns beiden. Sam. Wir könnten schon längst drin sein. Ja, aber wie? Hast du eigentlich einen Plan B für den Fall, dass dein Freund Sullivan kalte Füße kriegt? Nein, denn das passiert nicht. Oder falls er erwischt wird? Sam. Er kennt die Veranstalter der Auktion. Er wird sich locker durch die Party plaudern, nach oben gehen, das Fenster entriegeln und wir sind drin. Ein grundsolider Plan. Aha. Okay, schön. Na los, spuck's aus. Was, wenn er das Kreuz für sich selbst klaut? Das würde er nie tun. Victor Sullivan, wir reden über denselben Victor, richtig? Ja, er hat schon mal Leute gelinkt, aber nicht uns. Nein, dich nicht.
Ihr zwei wart ja noch nie dicke Freunde. Leichte Untertreibung. Aber ich vertraue ihm, okay? Er gehört zur Familie. Nein, nein, nein. Hör zu. Wir können ihm vertrauen, okay? Gut, okay. Er kommt, ganz sicher. Irgendwann. Aber jetzt komm schon, du musst doch zumindest die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass er... Siehst du? Vertrauen. Hey. Versuch den Smoking sauber zu halten. Schon klar. Kapitel 6, einmal ein Dieb. Und eigentlich gerade mit diesem Ausblick beende ich hier den heutigen Stream. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr weitersehen wollt, dann würde ich sagen, ja, morgen wird es weitergehen. Also so um 1, 2 würde ich dann wieder streamen und ja, dann weiterspielen. Eben vielen Dank, noch schönen Tag. Bye.